Meine Damen und Herren, liebe Boxsportfreunde, 8 Runden im Cruisergewicht sind angesetzt. Das Gewichtslimit 90,7 Kilogramm. Ich darf Ihnen zunächst die Offiziellen vorstellen. Der Supervisor des BDB, Bund Deutscher Berufsboxer, ist Arnold Golger aus der Bundesrepublik Deutschland. Sollte der Kampf über die volle Distanz gehen, sind die drei Punktrichter Maurizio Rinaldo, Daniela Otten, beide aus der Bundesrepublik Deutschland, und Goran Filipovic aus Serbien. Kommen wir zum Fighter in der blauen Ecke. Er ist 45 Jahre alt, brachte gestern mit 89,7 Kilogramm auf die Waage bei einer Körpergröße von 1,88 Meter. Er ist Profi seit 2002. Sein Kampfrekord: 41 Kämpfe, 28 Siege, 18 Mal gewann er durch K.O. aus Tomero, Venezuela, Güsmir Perdomo. And now, ladies and gentlemen, his opponent across the ring in the red corner from Petco's Boxing. 25 Jahre jung, brachte gestern beim Wiegen 87,1 Kilogramm auf die Waage und misst 1,92 Meter. Er ist Profi seit 2018. Sein Kampfrekord, er ist ungeschlagen. 12 Kämpfe, 12 Siege, 9 Mal gewann er durch K.O. Begrüßen Sie aus Belgrad, Serbien und Petco's Boxing, Petko Rastmatovic. Der Ringrichter dieses Fights ist Dominik Kuhhaupt aus der Bundesrepublik Deutschland. Coaches, I expect a clean, fair fight. Listen to my calls all the time, protect yourself all the time. When you say break, one step back. When you say stop, no action. Touch gloves, go back to your corners. 8 Runden im Cruisergewicht. Second round, Ring 2, Runde 1. Round 1. 20 Jahre steht er schon im Ring, der Güsmir Perdomo. Und war früher mal wirklich ein Weltklasse-Mann, kann man schon sagen, hat viele gute Boxer vor den Fäusten gehabt. Das war so 2005 Mario Fight, da war 2004 noch WBO Interims-Weltmeister. 2007 hat er knapp verloren, ganz knapp gegen Dimitri Sartison. Der war dann 2009 WBA-Weltmeister. Mikkel Kessler, 2009, da in der vierten Runde vorzeitig verloren, das ist aber anderen auch schon passiert. Also wie gesagt, er hat schon viele Weltklasse-Leute geboxt und ist natürlich jetzt mit 45 Jahren nicht mehr unbedingt der Gegner, der er mal war. Deshalb ist dieser Veljko Rasnatovic natürlich hier favorisiert in dem Kampf. 12 Kämpfe, 12 Siege, 9 mal K.O. Bravo! K.O. wurde 75%, aber die von Perdomo auch noch 43,9. Nach so vielen Jahren auch noch erstaunlich. Aber da ist natürlich viel noch aus der Vergangenheit, was ihn da nach vorne gebracht hat. Rechtsausleger, unangenehm zu boxen, der Perdomo, zumindest früher. Opusti se! Oh, von Anfang an Druck hier. Gute Körpertreffer, Kopftreffer, oder wackelt er. Da hat er sich schon an den Seilen festgehalten, der Perdomo, Aufwärtshaken. Der treibt ihn vor sich hin, das macht er gut. Der Rasnatovic, spektakulärer Boxer, wieder hat er sich gezuckt, der Perdomo. Er fängt einfach zu viel, die Deckung ist nicht mehr das, was sie früher mal war. Also mit seinen langen Armen immer wieder. Es gelungen ist, da die Gegner wie vom Leib zu halten, aber er hier, Körpertreffer, der weiß gar nicht mehr, wo er noch decken soll, der Perdomo, so intensiv greift dieser Veljko Rasnatovic da an. Bravo, bravo, posti minut. Seine Mutter in Serbien, eine ganz bekannte Sängerin, die Helene Fischer, vergleichbar Serbiens. Eine riesen Fangemeinde dort und er natürlich auch. So, er soll weiter zum Körper schlagen. Da ist Natovic. Der hat Erfolg gehabt. Und die erste Runde ist rum. Fängt sich nochmal zwei Perdomo, aber die hat er bestanden. Bravo. Veljko Rasnatovic ist Nummer 2 seines Landes im Cruisergewicht hinter André Pesic.
der ebenfalls schon mal eine Zeit lang bei Petco unter Vertrag stand. Hat allerdings zwei Kämpfe verloren und dann hat man sich getrennt und hat sich seitdem da gut durchgeschlagen. Leider! Und dieser Ratsnatovic, der gilt natürlich als eines der größten Talente, die Serbien bislang hatte. Sind ja nicht gerade, was Weltmeistertitel angeht, sehr erfolgreich gewesen. Nur zweimal konnten sich die Serben über Boxweltmeister freuen. Im Weltergewicht war das 2013 Eva Halaschi, die überraschend den IBF-Gürtel im Weltergewicht gewann. Und bei den Männern war es Slobodan Kaca, als er 1985 IBF-Weltmeister im Halbschwergewicht wurde. Mit Angelo Dundee, dem legendären Trainer in seiner Ecke, gegen Eddie Mustafa Muhammad. Den Titel wurde aber bald darauf wieder gegen Bobby Sis, aber hat auf serbische Boxgeschichte geschrieben. Kaca übrigens hatte 1980 in Moskau die Goldmedaille bei den Olympischen Spielen gewonnen und sein Bruder Tadjica war schon 4 Jahre früher erfolgreich. Da holte er sich die Silbermedaille in Montreal im Halbweltgewicht, ging aber nie zu den Profis. Bisschen serbische Boxgeschichte. Gute Rechte. Nicht ganz sauber getroffen. Kammer auf 8 Runden angesetzt. Reaguj. Hat so ein bisschen jetzt den Druck rausgenommen. Ratsnatovic. Der boxt schon offen, der Perdomo. Also, der bietet immer wieder dem Ratsnatovic Gelegenheit, da zum Kopf, zum Körper durchzukommen. Baci, mora da se veže, sine. Može prednja. Dole, desni aprkat, ono malo pre. Desni aprkat, baci. Desni aprkat, baci. Ja, das hat einen Ring gehabt, das hat er per Domo dann aber mit all seiner Routine geklärt, indem er einfach einen Schritt nach vorne gegangen ist. Und so, also unmöglich für Ratsnatovic zu treffen. Jetzt hat er gut getroffen. Wieder die rechte. Linke. Ja, Hinterkopf, Kuhhaupt. Hat es sofort erkannt. Schön abgefangen. Mit der Führungshand. Und da muss er danach setzen. Bravo, eto ga! Ja, das guckt aber ganz schön. Das steckt ein, der Perdomo. Ne treba nam puno. Prost bok, tako je, majstore, bravo. Aj sad desni. Pazi, pazi, treba desnu. Desni, pazi. Treba zadnju, pazi, da, tako je. Desni kruši, bazi. Sad desni kruši. Tako je. So, zweite Runde ist auch rum. Beide Runden natürlich klar an Veljko Ratsnatovic. Ja, der Perdomo, der hat natürlich sein Debakel dieses Jahr erlebt. Da hat er sich breitschlagen lassen, mal ins Schwergewicht hochzugehen. In Göppingen war das gegen den Münchner Eddie Deli Walter Oglu. Und da musste er in der ersten Runde direkt den Ring wieder verlassen. Schwerker gegen Eddie Deli Walter. Der Oglu war sein größter Erfolg für den Münchner. Azurka Torpedo, Zuckertorpedo wird er genannt, noch in seinem Land, in Venezuela, Perdomo. Nur der nimmt jetzt noch mit, was er kriegen kann. In seinen 45 Jahren. Ist aber immerhin noch die Nummer 1 seines Landes und Nummer 183 weltweit. Also zwar abgerutscht, aber immer noch eine gute Platzierung da. Ja. Passiert auch mal im
routinierten Boxer wie Perdomo, dass er den Mundschutz da vergisst. Er macht natürlich hier eindeutig den Kampf, Krasnatovic. Aber der Perdomo hat sich so einigermaßen wenigstens auf den Serben eingestellt. Aber beispielsweise, wenn der. Oh, warte, da muss er runter! Ach, zieht er sich da an den Seilen hoch. Da hat es geklingelt bei ihm im Kopf. Super Aktion von Krasnatovic. So. Wow. Zählt ihn an und jetzt? Gibt er den Kampf frei. Mal gucken, wie er den weggesteckt hat. Ich glaube nicht. Das war ein Brett, das war ein Hammer, ich wackel da wieder. Und jetzt müsste der Ringrichter eigentlich dazwischen gehen. Naja, verrappelt sich da nochmal kurz. Und steckt sogar noch die linke, nochmal die rechte. Also der ist, der wackelt hier hin und her, immer so kurz davor, zum zweiten Mal da zu Boden zu gehen. Okay. Das war aber ja nicht übermütig werden, das war natürlich ein Heumacher. Wenn der kommt, dann ist es auch super Domo, aber da war er weit vorbei. Lass uns immer deine Fäuste hängen, der Domo. Da klingelt es bald nochmal. Bravo! Schön die linke drin. Also erstaunlich, was er da alles wegsteckt noch. Ich hätte gedacht, nach dem Niederschlag, dass es das war. Direkt, jetzt ist er unten und das war's. Das war abzusehen, da muss in die neutrale Ecke, der kommt nochmal hoch. 7, 8, ja, ja, aus, hat er dem in die Augen geschaut, da war es wahrscheinlich zu glasig, wie es da aussah. Und überzeugender Sieg von Rico Krasnatovic gegen den ehemaligen Weltklassemann Kusmir Perdomo. Aber keine Überraschung, weil die großen Zeiten von Perdomo sind vorbei. Seit seiner Niederlage 2014 gegen Nuri Seferi läuft es eben nicht mehr so rund bei ihm. Dann 2021 Niederlagen gegen Firat Aslan. Da gab es einen K.O. in der dritten gegen Andy Helcher. Aufgabe vierte, TKO dritte in Venezuela gegen Landsmann Johnny Michelena. Und dann, wie gesagt, gegen Eddie Dedipal Taoglu in Runde 1. Also, da sollte man drüber nachdenken, ob das noch Sinn hat mit seiner Boxerei. Mit 45 Jahren kann man dann auch mal abtreten. Der 39 Boxweltmeister hat Venezuela ja schon zu feiern gehabt. Eine ganze Menge. Der bekannteste war sicherlich Edwin Valero von 2006 bis 2010. Weltmeister im Superfeder und Leichtgewicht. 27 Kämpfe, 27 Siege, 27 K.O.s und hätte einer der größten Boxer aller Zeiten werden können. Aber er hatte massive psychische Probleme. 2010 brachte er seine Frau um. Danach hängte er sich in der Gefängniszelle mit 28 Jahren. So endete eine der vielleicht größten Karrieren, das Boxen hätte haben können. Auf tragische Art und Weise. Aber hier der Krasnatovic, da bin ich überzeugt, da werden wir noch einiges von ihm hören, einiges von ihm sehen. Er musste heute ja nicht mal ans Limit gehen, sondern er hat das Ganze hier, sage ich mal, en passant erledigt. Hinten noch die roten Greifen vom Schröpfen. Sieht man immer häufiger als bei den Spitzensportlern. So, da gibt es noch ein Küsschen für den Trainer und jetzt warten wir noch auf das offizielle Urteil. Ja, da steht er ein bisschen betröppelt, der gute Kusmir. Aber wie gesagt, denk mal drüber nach,
nach 20 Jahren Profiboxen vielleicht dann doch mal den Rückzug anzutreten. Meine Damen und Herren, liebe Boxfreunde, nochmal einen großen Applaus für beide Kämpfer. Das offizielle Urteil. Ladies and Gentlemen, wir gehen hier bei TKO Round Number 3. TKO Runde 3 nach 2 Minuten und 33 Sekunden after 2 Minutes and 33 Seconds all the way. And winner through TKO from Belgrade, Serbia, from Petko Boxing, Petko Boxing. Gratulation an Arasnatovic für einen guten Kampf. 2022 hat er schon 2 Kämpfe bestritten. 2-mal Siege, einmal über den Ungarn Attila Kovac und einmal über Janne Forsberg aus Finnland, Profi seit 2018 ist er. Victory, how does it feel here in Germany to bring that victory home? Ich weiß nicht, dass du hier stehst. I'm hoping I'll get to box more in Germany. I appreciate the reception and I really felt like home. I hope the crowd got on the KPC and hopefully we get more knockouts here in Germany for you guys. Er ist total happy, freut sich hier in Deutschland zu boxen, auch wie er angenommen wurde in Deutschland, die ganze Kampfwoche ist total begeistert. Thank you very much for your kind words. So, have a look at your fight. How do you assess your own performance? Was this the performance you would like to do? I started off slow in the first round because this is my first southpaw that I'm facing in the professional ring. So as soon as I started getting my combinations together, it started to work, as you can see. So third round. Good fight. Er ist ganz zufrieden, tritt hoch in K.O. und es war der erste Southpaw, der erste Rechtsausleger, der gegenüber schon ist er ganz happy mit seiner Performance. Having a look at the future, it's your 13th victory, your 10th K.O., really nice job. What are your plans in the future? Hopefully we will come back to Germany in December, again with Mr. Petko, and this fight will be a 10-round fight that will open future possibilities for our world title, continental title or something like that. So we are title hunting from now on, 10-rounders, 12-rounders, and wherever it takes us. God bless everyone. Sounds like a mighty plan. Thank you very much. All the best to you. Also er ist ganz happy und er will jetzt auf Kickjagd gehen, hat er noch gesagt. Jetzt hofft er, dass er im Dezember wieder in den Ring steigen kann und ist ganz happy mit seiner Pettenwitsch-Gerie geführt. Und dann werden wir sehen, wann er den ersten 10 holt, wann den ersten 12 holt und wann den ersten Gürtel um seine Hüfte schnappt. Also nochmal großen Applaus. Veljko Ratatovic!